Mahlzeit. Ja, ich bin hier gerade beim Edeka, Höhe Melle, Osnabrück. Ich muss abbrechen, nützt nichts. Mai hat sich die Kralle so weit abgewetzt, dass es anfängt zu bluten. Ich könnte vielleicht noch 20, 30 Kilometer circa fahren, aber ich habe noch gut 200 Kilometer vor mir. Ich breche ab. Es bringt nichts, nicht auf die Kosten der Hunde. Und dabei habe ich heute Morgen noch gesagt, ne, Pfoten sind in Ordnung. Naja, so kann es passieren. So ist das. Ja, wir liegen jetzt gerade wie so Penner. Liegen wir hier jetzt gerade, wenn ihr mal gucken wollt, ne, beim Edeka-Parkplatz. Aber das macht mir überhaupt nichts. Ja, jetzt bin ich gerade am Rumtelefonieren, dass ich nachher nach Hause gebracht werde. Ja, gerade habe ich noch eine Passantin gesehen. Die fand das super klasse. Ja, da hat sie mir ein bisschen Essensgeld hat sie mir gegeben. Habe ich mich da natürlich bedankt. Ne? Die kommt auch aus Lingen. Ja. Bin ich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin, aber okay. Kann man nichts machen. Naja. So ist das Leben, ne? Was will man tun? So. Mal sehen, vielleicht fahre ich dann doch noch nach Hessen. Gucken, wie das mit diesem Flixibus oder Flexbus ist. Mal gucken. Da will ich mich mal eben informieren. Ob ich dann noch 8 Stunden unterwegs bin oder 9, das interessiert dann ja auch nicht. Na. Mal nachfragen, mal gucken. Erstmal muss ich zusehen, dass ich nach Hause komme. So, euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Und Sabine, danke nochmal, ne, für die gute Bewirtung und die Übernachtung.